es wirklich normal ist, dass ein Hoden höher hängt als der andere? Das erfahrt ihr jetzt. Danke für deine Unterstützung. Oh yeah. Herzlich willkommen zu 61 Minuten Sex. Mein Name ist Jan. Und ich bin Jana und ich möchte euch als erstes sagen, wie die Temperatur auch die Lage eures Hodens beeinflussen kann. Und zwar ist es so, dass bei Kälte der Hoden eher nah am Körper liegt, also deswegen hoch, und dass er dann von der Körpertemperatur auch eher warm ist. Anders sieht das aus bei Hitze. Da ist er eher fern vom Körper, liegt also tief und ist auch eher kühl. Genau, denn Spermien brauchen eigentlich zum Reifen eine Temperatur von 35 Grad und das liegt ja knapp unter der Körpertemperatur. Und dementsprechend verändert er die Lage. Wenn ihr also einen Laptop auf dem Schoß habt und das häufig, dann kann das natürlich einen Einfluss haben. Aber darum geht es jetzt heute nicht primär. Die mechanische Beanspruchung ist natürlich ein zweiter Faktor. Und wenn wir uns überlegen, wie die Hoden in einem Sack hängen, dann ist das so, wenn sie nebeneinander hängen würden und nicht auf unterschiedlicher Höhe, dann würden sie bei mechanischer Beanspruchung, also von Druck von der Seite, ja, das muss nicht unbedingt der Fußballunfall sein, da kann man dann schlecht was machen, aber wenn von der Seite Druck kommt, würden sie eher zusammengedrückt. Wenn sie auf leicht unterschiedlicher Höhe liegen und dann kommt Druck von der Seite, dann verschieben sie sich eher und dementsprechend ein besserer Puffer möglich. Man sollte dazu natürlich auch wissen, wodurch können denn Hoden überhaupt gereizt werden? Und zwar ist das zum einen natürlich die Reizung durch einen spitzen Gegenstand. Wie zum Beispiel, das solltest du jetzt eigentlich mal demonstrieren. Durch so einen spitzen Gegenstand beispielsweise kann der Hoden gereizt werden und dadurch angehoben werden. Genauso sieht es natürlich auch aus bei Kälte. Auch in dem Fall, wie eben schon gesagt, wird der Hoden angehoben und liegt dann näher am Körper. Genau, also das passiert, nochmal als kleiner Zusatz, wenn ihr das an der Oberschenkelinnenseite anwendet. Wenn ihr also dort mit dem Fingernagel kratzt oder mit einer Nadel, wie sie in einem Reflexhammer enthalten ist, oder mit einem Eiswürfel oder ähnlichen Reizen, dann zieht sich der Hoden auf der entsprechenden Seite nach oben und das wird durch den sogenannten Cremaster-Reflex ausgelöst. Das kommt eher aus der Physiotherapie, aber ich muss ja mal zeigen, dass ich irgendwas gelernt habe damals. Auch wenn es jetzt keinen interessiert, aber das macht überhaupt nichts. Denn heute geht es ja um den Hoden und die unterschiedliche Höhe. Es gibt natürlich auch noch die Phänomene des Hodenhochstandes bzw. die verschiedenen Formen davon, also den Pendelhoden, den Wanderhoden, den Gleithoden. Und da ist natürlich die Frage, wollt ihr dazu und zu der Temperatur und dem Laptop und der ganzen Geschichte, wollt ihr dazu Videos haben? Ja oder nein? Das ist eine Frage an euch. Ansonsten, ja. Gibt es natürlich auch noch hier solche Infobroschüren mit dem schönen Titel Achtet auf eure Nüsse. Also das nur mal so zum Weitergeben. Genau. Info dazu ist in der Infobox. Ja, könnt ihr euch mal angucken. PDF ist zum Download kostenfrei. Könnt ihr euch angucken, wie ihr den Hoden untersucht und so weiter. Also da geht es jetzt nicht nur um Gleithoden, Pendelhoden, Wanderhoden und so weiter, sondern auch um andere Themen. Ja. In dem Sinne, achtet auf eure Nüsse und sicher... Sicher, Sex, Spaß, auch mit Nüssen. Tschö.